Die neue Woche beginnt gerade, zumindest in Amerika, vor wenigen Minuten. Und wir sind gespannt, auf was wir hier hoffen können. Einige denken ja daran, Mensch, der Markt, der muss doch eigentlich noch mehr können. Aber ja, das im übergeordneten Blick am Wochenende ja schon angekündigt. Vorsichtig, das ist noch längst nicht entschieden. Allerdings, wenn wir mal auf den kürzeren Chart gucken, was so heute im Laufe des Tages bisher passiert ist, ist das ja durchaus erstmal ermutigend, dass der Kurs nach oben gegangen ist. Wir sehen aber ebenfalls, dass am hinteren Ende, also das, was uns gerade jetzt so blüht zur Eröffnung, ein bisschen Schwäche wieder hier auftritt. Aber wir werden sehen, ob das sich nachher noch so fortsetzt. Wir gucken mal ganz kurz einen Überblick, wie sieht das bei den Kollegen aus? Der S&P 500 ebenfalls eigentlich heute im Laufe des Vormittags zumindest mal ganz positiv gestimmt mit einer Aufwärtsbewegung. Allerdings auch wieder hier als Antwort auf die Abwärtsbewegung, die wir hier im Vordergrund haben. Und da sehen wir schon, so richtig toll abgrenzen tun sich diese beiden nicht voneinander. Und eher sogar, dass die Aufwärtsbewegung aufgrund der starken Zwischendrops hier sogar noch ein bisschen mehr Schwäche zeigt. Also ich würde tatsächlich das untermauern, was ich über das übergeordnete Bild am Wochenende gesagt hatte, nämlich, dass der Markt jetzt hier die Abwärtsseite eigentlich idealerweise nochmal anstreben sollte, aber vorsichtig, vor Schnellschüssen, nicht jetzt einfach blindlings reingehen, sondern das Ganze bestätigen lassen, zum Beispiel durch Bruchmarken von Zwischentiefs. Und da passt mir der Nasdaq eigentlich ganz gut. Ich gehe mal hier eine Zeitebene kleiner, um das mal zu veranschaulichen. Und dann sehen wir nämlich in der kleineren Zeitauflösung, dass auch die Aufwärtsbewegung, zumindest mal was so die Korrekturen angeht, bislang überlappungsfrei waren. Also man zumindest mal sagen kann, wieso, was will er denn? Das ist doch hier eigentlich ein toller Fünffäller. Fünffäller ist doch der Richtungsentscheid, der geht nach oben. Und wenn das eine Korrektur ist, dann wäre das hier doch nach oben noch absolut denkbar. Völlig zu Recht. Das können wir nicht ausschließen. Im Gegenteil, ich halte das sogar für durchaus eine gangbare Lösung. Dann bräuchten wir allerdings was? Jawohl, diejenigen, die schon länger mit dabei sind, wissen es. Wir bräuchten eine starke Bewegung nach oben jetzt und dann einen Rücksetzer hier auf kleinerer Ebene, um dann davon auszugehen, dass sich das fortsetzt. Wir hatten das umgekehrte Beispiel hier. Das war eine relativ deutliche Abwärtsbewegung und dieses klassische ABC-Muster. Da oben wäre das vielleicht wünschenswert, den Short schon zu erkennen, aber beim Bruch, na, machen wir es gerade hier. Beim Bruch so einer Tiefmarke hier, das wäre eigentlich so ein möglicher Trigger. Das ist nicht jedermanns Sache, nicht jeder ist um 5:10 Uhr schon bereit dafür, das zu traden. Darum geht es auch gar nicht, sondern um das Augentraining, solche Sachen zu erkennen. Führt das unweigerlich zu so einer Bewegung? Nein, nicht ohne diesen Trigger, denn wir hatten hier ja zum Beispiel eine deutliche Aufwärtsbewegung. Ich mache nochmal alles weg. Und anschließend wackelte es auch tatsächlich runter, aber wir sehen schon, es wurde nie nach oben getriggert. Das heißt, dieser Trigger hat eine ganz wichtige Aufgabe, der uns dann ermöglicht, diesen Trade dann auch tatsächlich dann mitzunehmen. So, wollen wir nochmal gucken, wie es dann jetzt bei den anderen aussieht. Wechseln wir da auch nochmal auf den 5-Minuten-Chart. Da ist das ebenfalls mit starker Bewegung nach unten unterwegs gewesen, nach oben relativ überschaubar. Und das ist jetzt etwas für heute Nachmittag, worauf ich mich immer freue. Eine starke Bewegung in die eine, eine schwache Bewegung in die andere. Die fehlt jetzt hier noch. Die habe ich jetzt hier nur eingezeichnet als ein Musterbeispiel. Das muss nicht so hin und her wackeln. Es kann auch ein einfaches ABC sein, beispielsweise, um dann eben zu sagen, okay, wenn wir das auf der Unterseite triggern, dann hier die Fortsetzung nochmal zu handeln. Und ich hatte ja schon angedeutet, mehrmals jetzt schon, ist auch keine ganz Neuigkeit, keine ganz große Neuigkeit, dass dieses Bild hier mit eben irgendwo einer Zielmarke hier nicht ganz vom Tisch ist. Also, wer davon mehr sehen will, der ist gerne eingeladen, sich das anzugucken. Ich habe es auch hier auf finanzmarktwelt.de schön am Wochenende vorbereitet. Naja, schön ist relativ, aber zumindest mal vorbereitet, dass man einen Eindruck haben kann. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut sich das gerne an. Aber jetzt für diesen Augenblick ist das zumindest mal das spannende Moment, auf das es zu gucken gilt. Da können wir noch mal einen Blick auf Gold werfen, denn Gold hat ja, das hatte ich schon angedeutet, hier eine echte Unterstützungszone hier. Heißt das, dass der Markt jetzt hier massiv nach unten unterstützt ist und nach oben weggehen muss? Ihr habt gesehen, ich zögere ein bisschen mit der Wortwahl. Nein, es ist kein Beweis dafür, aber wenn der Markt jetzt hier einigermaßen wie durch Butter durchgeht, dann ist das ein ernster Hinweis. Da ist noch mehr in petto, da müssen wir mit mehr rechnen. Also behaltet das hier unbedingt im Auge. Und im Moment muss ich sagen, ist das noch gar nicht so toll, was ich hier sehe, denn die Aufwärtsbewegung, egal von wo, das sind noch unsere alten Trademarken hier,
oder Teile daraus jetzt hier. Aber die Abwärtsbewegung ist immer noch die starke Seite und all das, was wir seitdem hier in Aufwärtsbewegung haben, ist entweder dreiwellig oder so wild hin und her wackelt, dass man noch nicht wirklich erkennt, dass die Bullen zurück sind und hier aktiv werden wollen. Wenn sich das ändern sollte, dann bin ich natürlich hoffentlich dann in dem Moment, wenn das nicht nachts um was weiß ich, wie viel Uhr ist, dann bereit und sende euch einen entsprechenden Hinweis. Dazu müsst ihr euch aber anmelden für das Born for Trading. Dann bekommt ihr solche Nachrichten zum Beispiel aufs Smartphone geschickt, damit ihr einfach informiert werdet, wenn da irgendwie was losgeht. Da gebe ich häufig Trading-Situationen, natürlich nicht immer zu jeder Zeit, aber doch viele dieser Situationen bekannt, wenn wir sie sehen, mit Handelsideen im kleinen Bild, aber auch im großen, mit Aktien, mit Währungen, mit was auch immer da gerade besonders spannend ist. Und deshalb guckt da einfach drauf, ob das was für euch ist. Außerdem haben wir ja immer noch den Trade des Tages, wo wir den Trade dann mit ganz konkreten Handelsmarken vorstellen. Auch das ist etwas. Meldet euch an, wenn dann hier irgendwie was Spannendes zu sehen ist oder auch hier möglicherweise oder in einem anderen Markt, dann werden wir das bekannt geben und dann werdet ihr informiert. Deshalb wichtig, dass ihr euch dazu anmeldet. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und einen wunderbaren Wochenstart und viel Spaß mit den Märkten. Es ist spannend, was hier da als nächstes passiert.